Typ kann sich auf was gefasst machen. Ein Lemur! Was zum Essen? Hör nicht auf ihn! Du wirst mein neues Haustier, Kleiner. Nicht, wenn ich ihn zuerst erwische. Warte! Komm zurück! Ich will dich essen! Weitergehen. Bist du nun soweit? Wie soll Roku mir bloß helfen, wenn ich nicht mit ihm reden kann? Vielleicht findest du ja einen Weg. Hm? Wie es aussieht, hast du einen neuen Freund gefunden, Zocker. Kann nicht reden. Muss essen. Na, mein Kleiner? Du, ich und Appa... Wir sind alles, was von diesem Ort übrig geblieben ist. Wir müssen jetzt gut zusammenhalten. Katara, Sokka, begrüßt das neueste Mitglied unserer Familie. Und wie willst du ihn nennen? Momo! Das soll eine Gefängniszelle sein? Ist doch ganz nett hier. Er sagte doch, dass es neu renoviert wurde. Nett oder nicht? Wir sind Gefangene. Ich frag mich, was das wohl für Prüfungen sind. Wir sollten nicht abwarten, bis wir es wissen. Es muss doch einen Weg geben, hier rauszukommen. Die Luftschächte! Wenn du glaubst, dass wir da durchpassen, bist du noch verrückter als der König. Wir sicher nicht. Aber unser Momo schon. Momo, du musst Appa finden, damit er uns hier rausholen kann. Kleiner, hol Appa! Ich wüsste sowieso nicht, wie uns Appa helfen sollte. Appa ist ein fliegender Bison und bringt 10 Tonnen auf die Waage. Dem wird schon was einfallen. Es bringt nichts, sich jetzt darüber zu streiten. Leg dich schlafen, Arm. Du musst morgen früh ausgeruht sein. Zurück! Was gibt's zu futtern? Wir haben eine hübsche kleine Auswahl. Erstens runde Nüsse, dann ein paar ovalförmige Nüsse. Und welche, die wie Steine aussehen und offenbar auch welche sind. Bedient euch. Jetzt mal im Ernst. Was hast du noch, hä? Was war das? Ich glaube, das kam von da hinten. Sollten wir von dem lauten Knall nicht weglaufen, statt direkt drauf zu? Eine reife Leistung, Kumpel. Gut geflogen. Oh, du musst jetzt ganz schön müde sein. Nein! Ich bin fit. Ich kann es kaum erwarten, gegen die Feuerbändiger zu kämpfen. Ich habe mit Appa gesprochen. Tja, und ich habe mit Momo gesprochen. Kommt schnell, der Avatar hat das Heiligtum betreten. Wie ist er hineingelangt? Ich weiß es nicht, aber seht euch die Brandflecken an. Und da unten. Er ist da drin. Öffnet auf der Stelle die Türen. Er darf nicht Kontakt mit Avatar Roku aufnehmen. Es ist der Lemur des Avatar. Er muss durch die Röhren geklettert sein. Wir wurden getäuscht. Jetzt an! So ein schönes Exemplar von einem Lemuren habe ich ja noch nie gesehen. Das Tier würde mir eine Menge Geld einbringen, vorausgesetzt, ihr seid bereit, es zu verkaufen. Momo steht nicht zum Verkauf. Sieh dir das an, Arm. Eine Wasserbändiger-Schriftrolle. Sieh dir diese verrückten Tricks an. Wie kommen sie an eine Wasserbändiger-Schriftrolle?
Lass mich nur so viel sagen. Ich habe sie im Norden zu einem günstigen Preis erstanden. Für lau. Ich will nur diese eine Figur ausprobieren und dann gehört sie dir. Hier, halt sie für mich. Die einfache Wasserpeitsche. Sieht machbar aus. Oh! Was ist daran lustig? Tut mir leid, aber du hattest es verdient. Sie hat dich gelenkt. Sie ist nur wild drauf, es selbst zu lernen. Aang kommt an die Reihe, sobald ich die Wasserpeitsche kann. Warum kriege ich die blöde Figur nicht hin? Das wird schon. Du musst in den einzelnen Phasen nur dein Gewicht verlagern. Na bitte, siehst du, der Schlüssel zu der ganzen... Würdest du bitte deine Klappe halten? Ob du es glaubst oder nicht, deine Weisheiten gehen mir manchmal ganz schön auf die Nerven. Warum werfen wir die Schriftrolle nicht einfach weg, wenn du so ein Naturtalent bist, ha? Was ist? Ach du meine Güte, es tut mir wirklich sehr leid. Ich weiß nicht, was in mich gefahren ist. Aber weißt du was? Es wird nicht wieder vorkommen. Hier, sie gehört jetzt dir. Ich will absolut nichts mehr damit zu tun haben. Ist schon gut, Katara. Was ist mit Momo? Er ist hier das eigentliche Opfer. Entschuldigung, Momo. Ach, und was ist mit mir? Da war das eine Mal... Keine weiteren Entschuldigungen! Könntet ihr aufhören, euch gegenseitig zu gratulieren und mir vielleicht helfen? Hat funktioniert. Das sind Fallen der Feuernation. Man sieht es an den Metallteilen. Wir sollten das Lager abbrechen und verschwinden. Zucker, guck mal, was Duch mir gegeben hat. Autsch, lass das. Na, Zucker? Ist Jet zurück? Ja, er ist zurück, aber wir reisen ab. Was? Aber ich habe ihm diesen Hut gemacht. Dein lieber... Hast du nicht die Plane vergessen? Richtig, habe ich. Zucker, du weißt doch, dass die Plane bekanntlich oben auf das Zelt gehört, damit wir bei Regen nicht völlig nass werden. Normalerweise hättest du recht, aber da wir in der Trockenzeit sind, hast du Unrecht. Und man kann die Plane schön als warme Decke benutzen. Und was ist, wenn's doch regnet? Und was ist, wenn nicht? Dann hätte ich sie umsonst angebracht. Du treibst mich noch zur Weißglut! Katara, warum kümmerst du dich nicht um Feuerholz? Dein Reisig da sieht ziemlich jämmerlich aus. Nun, wenn dir mein Feuerholz nicht gefällt... Soll mir recht sein, wenn du deinen Job nicht machst. So, ich habe was zu essen organisiert. Wenn ihr... Hey, wo ist denn das Lagerfeuer? Und was ist mit dem Zelt? Warum fragst du nicht Miss Neumalklu, Königin des Reisigs? Ach ja, dann bist du aber Mr. Faulpelz, der König der Zelte. Oh. Okay, hört mal. Böse Worte lösen keine Probleme. Taten schon. Warum tauscht ihr nicht die Jobs? Klingt gut. Na schön. Seht ihr? Streitereien schlichten und Frieden stiften. Der typische Alltag eines Avatars. Komm schon, Momo, das ist fair. Appa hat auch 5 Mägen. Halt, wartet. Genau das war mein Traum. Wir sollten nicht auf den Markt gehen. Was ist in dem Traum passiert? Menschen wurden vom Essen verschlungen. Außerdem konnte Momo reden und du hast ein paar sehr gemeine Dinge gesagt. Ach, Katara, bitte, Wasser. Also gut, hör genau zu, Momo. Ich will, dass du damit zum Fluss gehst und sie bis oben mit Wasser füllst.
Verstanden. Wasser. Momo müsste gleich zurück sein. Hab Geduld. Nein, Momo, ich wollte Wasser. Frisches Wasser. Ahn, warum in aller Welt dauert das so lange? Wie oft soll ich es dir denn noch sagen, Momo? Wir brauchen Wasser. Frisches Wasser. Ach, vergiss es. Ahn. Komm, bitte beeil dich. Wer ist dieser Ahn, von dem ihr immer sprecht, Eure Hoheit? Lutscht daran, dann geht's euch bald besser. Ahn, wie war dein Ausflug? Hast du neue Freunde gefunden? Nein. Nein, kann man so nicht sagen. Das schmeckt richtig gut. Seht mal! Ah, der macht sich über uns lustig. Du gibst aber ein tolles Abendessen ab. Hey Leute, wo ist denn die Angelleine hin? Oh, ich hab gedacht, du brauchst sie nicht mehr, Socker. Oh Mann, jetzt ist sie total verheddert. Nicht verheddert, höchstens verknüpft. Ich hab dir eine Kette gemacht, Katara. Ich dachte mir, weil du deine letzte verloren hast, da... Ich danke dir, Aang. Die sieht hübsch aus. Echt riesig, Aang. Statt die Welt zu retten, solltest du vielleicht lieber ins Schmuckgeschäft einsteigen oder so. Vielleicht lässt sich ja das eine mit dem anderen verbinden. Oh. Hör auf, dich über mich lustig zu machen. Und? Wie sehe ich aus? Meinst du so im Ganzen oder nur dein Hals? Ich meine, an dir sieht natürlich alles toll aus. Knutschi, knutschi. Da hat sich wohl jemand verknallt. Also ich, naja. Hör endlich auf, ihn zu ärgern, Socker. Aang ist nur ein guter Freund. Ein echt süßer kleiner Kerl. Hm. Genau wie Momo. Ach ja, danke. Da wird jemand von einem riesen Schnabeltier angegriffen. Oh. Hey, Bato, hier sieht's ja aus wie daheim. Alles ist hier, sogar die Felle. Oh ja, nichts ist gemütlicher als das Fell eines armen, toten Tieres. Oh, nicht zu fassen. Gekochte Seepflaumen. Los, bedient euch. Vater konnte einen ganzen Topf davon verdrücken. Uah. Bato, ist es wahr, dass ihr ein arktisches Hippo mit einem Lasso gefangen habt? Nun, es war die Idee deines Vaters. Er wollte eine Runde drauf reiten. Das Hippo hat uns ganz schön durchgeschaukelt. Ich reite auch. Solange wir auf dem Festival sind, versteckt ihr euch hier, klar? So, und nun alle Mann verkleiden. Toll, so erkennt dich garantiert niemand wieder. Auf geht's. So nicht vergessen, meine Freunde, wenn ihr das nächste Mal glaubt, dass die Stimmen, die ihr hört, von einem seltsamen großen Vogel stammen, seht lieber etwas genauer hin. Vielleicht ist es ja gar kein riesiger Papagei, sondern nur ein fliegender Mensch. Das Mitglied einer geheimen Truppe von Luftläufern, die über die Schwerkraft nur lachen können. Und über uns, weil wir durch die Schwerkraft an den Boden gefesselt sind. Geschichten über Luftbändiger sind schon Wahnsinn, was? War das echt realistisch? War das damals wirklich so? Ich kann auch nur über die Schwerkraft lachen. Schwerkraft. Klingeling, klingeling. Tut mir wirklich leid. Oh, mieser Geizkragen. Hey, vielen Dank für die Geschichte. Bedanke dich bei der Mütze. Oh,
vielen Dank, du süßes kleines Fledermausvieh. Den Luftbändiger-Geschichten zuzuhören ist unglaublich spannend. Es muss inzwischen über 100 Jahre her sein, dass dein Urgroßvater sie getroffen hat. Ach, so ein Unsinn. Wie kommst du denn darauf, Kleiner? Mein Urgroßvater hat die Luftbändiger erst letzte Woche gesehen. Der Wind wird dich tragen. Er stützt dich. Er weckt etwas in dir, was noch leichter ist als Luft. Tja, und dieses Etwas lenkt dich, wenn du fliegst. Ich hab's mir anders überlegt. Ich glaube, dass ich ohne dieses gewisse Etwas geboren wurde. Das gibt es nicht. Glaub mir, das hat jeder. Begeisterung. Was? Das ist dieses gewisse Etwas, von dem du sprichst. Oh ja, du könntest recht haben. Bist du bereit? Nein! Ich kann es nicht fassen, Leute! Ich fliege! Aber mach lieber schnell den Mund zu, sonst kriegst du eine Fliege in den Hals. Also, ich will ja nicht meckern, aber kann Appa nicht ein bisschen höher fliegen? Ich habe eine tolle Idee. Warum klettern wir nicht alle auf deinen Rücken? Dann kannst du uns ja zum Nordpol fliegen. Nichts lieber als das. Alles aufsteigen, Leute. Der gute Sokka ist startbereit. Hört zu, wir sind alle ein bisschen müde und mies gelaunt, weil wir jetzt schon seit 2 Tagen ohne Pause fliegen. Und was soll das bringen? So werden wir den nördlichen Wasserstamm nie finden. Hier oben gibt es nichts. Das sind Wasserbändiger. Wir haben den Wasserstamm gefunden. Ein netter Versuch, Schüler Sangok. Noch ein paar Jahre Übung und du bist vielleicht so weit, um gegen einen Seestern zu kämpfen. Möchte sich vielleicht noch jemand von euch mit Katara messen? Katara, du hast besser und schneller gelernt als alle Schüler, die ich jemals unterwiesen habe. Du bist der Beweis, dass man mit wilder Entschlossenheit, großer Leidenschaft und harter Arbeit alles erreichen kann. Nur Talent allein reicht leider nicht aus. Schüler Aang. Ja, Meister Paku? Möchtest du uns nicht mal eine Probe deines Könnens demonstrieren? Ich dachte mir, da du genügend Zeit hast, mit Haustieren zu spielen, musst du ja bereits ein Meister des Wasserbändigen sein. Ja, Meister würde ich nicht gerade sagen, aber seht euch das mal an. Ich hätte nie gedacht, dass ich mich so über Gras freuen kann. Es ist unglaublich warm hier. Wie ist sowas überhaupt möglich? Das hier ist das Zentrum der spirituellen Energie unseres Landes. Ja, du hast recht, Yui. Ich will irgendwas Besonderes. Hier ist es so friedlich. Es ist meine Schuld, dass er weg ist. Ich fasse es nicht. Du hast alles getan, was du konntest. Und jetzt müssen wir alles tun, was wir können, um ihn zurückzuholen. Zuko kann noch nicht weit gekommen sein. Wir finden ihn. Aang wird schon nichts passieren. Also gut. Alles in Ordnung. Du wartest hier, ja, Momo? Für den Fall, dass Aang zurückkommt. Yip, yip! So. Jetzt bin ich eine Legende. Die Feuernation wird noch in 1000 Jahren Geschichten vom großen Zhao erzählen. Von Zhao, der den Mond verdunkelt hat. Sie werden mich Zhao, den Eroberer, nennen. Und Zhao, den Mondvernichter. Und Zhao, den Unbesiegbaren. Lass mich los! Verschwinde endlich! Ja, ja, du auch, Momo. Komm schon her.